Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit meinem Adam Francis hier. Und erstmal hallo, bonjour madame. Oh ja, kommt auch sogar zurück. So, okay, da ist ein Generator. Dann können wir eigentlich sofort den Generator machen. Ich sag mal kurz Bescheid. Den da. Ich muss ja sagen, wo es lang geht. Und ich könnte aber auch einmal gucken, ob Totem hier in der Nähe ist. Nein, ist nicht. Ja, wir haben doch schon. Oh. Noch mehr. Hallo? So, ich habe auf... Oh, noch jemand. Mein Gott, hier ist ja alles. Hallo? Ach, er hatte mir da ein Geschenk hingelegt, oder was? Nee, die olle Box kann's behalten. So, aber... was ist denn hier los? Ein großes Happening oder was? Oh, die Jägerin, ne? Komm schon. Wow. Oh, hier ist auf jeden Fall ein Totem. Boah, das war knapp. Oh. Ja, mit Adam Francis bin ich unterwegs. Ja, lass mich vorbei. Okay, dann könnt ihr mich eigentlich heilen, ne? Wir haben ja zumindest einen Blick drauf. Okay. Ja, okay. Wow. Mach fertig. Oh, danke. So. Ja, sie geht raus. Also Adam Francis hab ich momentan jetzt für diese Runde genommen, weil ich ein tägliches Ritual habe, was ich schon Ewigkeiten habe und die ganze Zeit jetzt nicht gemacht habe. Und ja, deswegen auf jeden Fall Adam Francis. Ich glaube, ich muss drei Survivor vom Haken abhängen. So, und hier sollen... Ne? Doch, hier. Und deswegen Adam Francis. Und gleichzeitig habe ich die Aufgabe im Archiv Totems zu zerstören. 15 Stück. Ich blend beides wieder ein. Okay, jetzt hat sie jemanden erwischt. Okay, bisher hing ja noch keiner. Ein Generator haben wir schon fertig. Eigentlich erstmal ein guter Start, würde ich sagen. Und irgendein Fluchtotem wurde doch, glaube ich, jetzt auch schon zerstört, ne? So. Für die Totemaufgabe habe ich mir auch wieder Karte mitgenommen. Und Tabs Verdacht, das heißt, wenn ein Generator fertig wird, sehe ich ja Kisten, Totems und so weiter in einem gewissen Radius. Und das wird dann auf der Karte gespeichert. Ne? Habe ich aber in den letzten Folgen, habe ich das ja schon öfter jetzt mitgenommen, Tabs Verdacht. Und hier ist auf jeden Fall ein Generator. Ich schaue mich nochmal kurz ein bisschen weiter um. Oh, das ist was schön. So, da unten seht ihr jetzt die Kiste. Das kann ich jetzt sehen, dadurch, dass der Generator angegangen ist. Ah, da hinten ist ein Totem. Wie nice. Jetzt ist nur die Frage, ob sie da hinten... War doch sie, ne? Gut, die Chancen stehen 3-1, ne? Dass das ein weiblicher Survivor war, aber ja, ist es doch, ne? So. Okay, die Jägerin hat schon wieder einen erwischt. Ich meine, wir können jetzt... Ah, wird schon abgehangen. Okay. Ja, lass mich dich heilen. Das heißt, 3 Totems haben wir jetzt schon gemacht. Ich hatte am Anfang, vor dieser Runde, hatte ich 5 zerstört. Das heißt, kommen wir eigentlich relativ gut voran, würde ich sagen. Ich fange einfach mal mit dem Generator hier an. Ich weiß nicht, ob sie Barbecue bei hat. Das ist natürlich die nächste große Frage. So. Ich versuche jetzt einfach mal vielleicht doch in die Nähe zu kommen. Hm.
wir haben auf jeden Fall ja schon zwei Generatoren fertig. Jetzt gebe ich einfach mal ein bisschen Gas. Ich soll mal gucken. Okay, sie scheint auf jeden Fall nicht zu campen, ne? Das ist zumindest schon mal etwas. Ach, du willst direkt hier. Okay, sie hat auch irgendjemanden erwischt gerade. Jetzt. Oh nein. Tut mir natürlich leid. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Und danke für dein erneutes Vertrauen in mich, in meine Person. Und ich versuche, dass es nicht nochmal vorkommt. Ich wollte gerade nämlich sagen, unterm Haken heilen, finde ich persönlich, mag es ja absolut nicht. Okay, jetzt ist da hinten. Totem ist nicht in Sicht. Also ich mag es überhaupt nicht, gerade auch gegen die Jägerin, die von Weitem ja auch hier eine Axt werfen kann oder sowas ähnliches. Und ja, ich habe dabei immer kein gutes Gefühl. So. Übrigens will ich jetzt auch noch mal kurz ja, okay, da wird schon abgehangen. Ich will eigentlich auch noch mal kurz sagen, weil in letzter Zeit kam es ja oft vor, dass ich auch gebeten worden bin, mit dem einen oder anderen mal eine Runde zu zocken. Wie gesagt, ich bin dem ganzen Jahr überhaupt nicht abgeneigt. Und ich mache auch, ich habe ja auch in der Vergangenheit sehr viele Community-Runden gemacht. Und nur, wie gesagt, ich sag's ja auch, meistens sage ich es ja auch schon im, als Antwort auf einen Kommentar zum Beispiel oder so. Ich versuche mal langsam ranzupirschen hier. Momentan durch Corona mit Homeschooling und so weiter, dem Praktikum, was ich ja mache und so generell, dauert ja. Okay, sie ist da hinten irgendwie beschäftigt, ne? Oder? Kommt jetzt hier hin? Nee. Man ist ja, dauert ja auch alles immer ein bisschen länger Zeit. Auch, auch gestern war ich einmal einkaufen, ne? Das ist dann immer, wenn man zu so einer Stoßzeit kommt, ey, dann hat man draußen eine Schlange. Aber ich mache jetzt einfach mal hier den Generator weiter. Und wie gesagt, momentan besteht mein DBD-Spielen aus, ja, wenn es mal passt, schnell eine Runde einlegen und so weiter. Und ja, für eine Runde einlegen, dann, ne, dann ist die Zeit ja eh meistens nicht so gegeben und dann sucht man nicht erst noch sich ein Team zusammen oder so was ähnliches. Dann, ja, dann mache ich so halt eine Runde DBD halt zwischendurch. Und deswegen klappt es momentan nicht so ganz mit die eine oder andere Runde zusammen was machen oder überhaupt mal, überhaupt irgendwie mal was starten und oh, sie kommt hier hin, ne? Wenn ich hier alleine am Generator bin, ist das natürlich auch doof. Weil, oh, da hinten ist noch ein Totem. Okay, ich könnte den Generator jetzt doch fertig machen, oder? Weil eine Sache ist natürlich, wenn ihr am Generator mit jemand anderem seid, ne, und ihr merkt, dass der Killer kommt. Okay, sie ist jetzt am Generator, ich gehe jetzt mal los. Weil das wird knapp. Ich dachte jetzt eigentlich, sie würde sich auf den Weg machen. So, also wie gesagt, wenn ihr zu zweit am Generator seid und der Killer kommt, und ihr hört ja am Terrorradius und so, dann rennt der andere meistens weg. Und dann habt ihr die Chance, ich würde sagen, nicht am Haken, ne? Kommst mit? Wo willst du hin? Wie gesagt, dann rennt der andere meistens aber vom Generator weg und der Killer hat, sieht sofort die Kratzspuren und verfolgt dann diese. Und ihr könnt dann schön gebückt und stealthmäßig am Haken einfach hocken bleiben. Das klappt sehr häufig. Ne? Aber wie gesagt, ich hatte auch auf Facebook ja schon geschrieben hier, wie das momentan ist mit mal Runden zusammen machen. Und wie gesagt, ich kann euch auch nur ans Herz legen, hier guckt auch auf die Facebook-Seite zum Kanal und oder abonniert diese auch. Jetzt, toll. Ich könnte auch hier anfangen.
Ich denke mal, er wird doch jetzt sie holen, ne? Oh shit. Ach, sie war schon komplett down. Und er ist nicht zu ihr gegangen. Ja, super. Und ich habe jetzt hier lila Kiste. Okay, da hinten ist noch ein Totem. Oh, die Runde. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau. Aber wie gesagt, weil auf der Facebook-Seite zum Kanal, ja, da schreibe ich schon mal hier das eine oder andere Private. Ja, wie gesagt, da kann man sich auch austauschen, diskutieren über Sachen und so weiter, alles. Kann ich euch nur ans Herz legen, also da bin ich auch sehr aktiv. Und da hatte ich auch schon geschrieben, die Wünsche zum Beispiel mal was zusammen zu machen, die werden auf jeden Fall nicht vergessen und sobald sich da wieder mehr Zeit dafür da ist, werden auch wieder vermehrt Community-Runden gemacht. Das ist die Frage. Ach da. Okay, komm. Ist dann schon das fünfte Totem? Oder habe ich jetzt vier geschafft? Okay, ich bin gerade ein bisschen... Ich könnte einfach zurück zur Killerhütte gehen und den Generator da anfangen. Oh, jetzt wird... Der David ist das, ne? Jetzt wurde David erwischt. So, ich könnte die Kiste dafür ja nehmen. Oh, super. Oder ich lasse es mit der Kiste. Ich gehe am besten jetzt einmal kurz in den Schrank. Weil ich meine, er ist auch schon down. Er ist auch komplett weg. Die Frage ist, warum ist das jetzt gerade noch so... Nein, der wiggelt gar nicht mehr, ne? Ja, so kann sie ihn in den Keller bringen. Machen die Killer momentan ja eh ganz gerne, ne? Wenn man zum Schluss... mache ich ja auch, aber zu mal, wenn man schon denkt, okay, jetzt ist es eh vorbei. Der Haken ist da in der Nähe und so weiter, alles... Und jetzt gleich, jetzt geht's um die Luke, ne? Aber, ja, wenn man schon weiß, ey, das ist vorbei, dann wirklich manchmal auch nicht mehr. Ey, dann, das merkt der Killer ja und dann läuft er über die halbe Map und hängt mich im Keller auf. Okay, Luke. Sie geht jetzt so wahrscheinlich links rum, ich gehe jetzt hier rechts rum. Und ich hoffe, oh, ich wollte sagen, und ich hoffe, ich habe Glück. Die sind Gott sei Dank einigermaßen weit auseinander, ne? Oh. Natürlich sind die Beile, die sie werfen kann, eher kontraproduktiv jetzt dabei. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich mache jetzt so weit, dass keine Lampe leuchtet. Mal gucken, ob das jetzt gleich hinhaut. So, schon mal ein bisschen angehittet das Teil. Keine Lampe leuchtet. Oh, oder hat sie mich gesehen? Ne, sie geht wieder zurück, ne? Sie geht zurück. So, komm. So. Ja, reicht, passt. Ah, okay. Ja, immerhin. Wie gesagt, würdet ihr zu weit machen und eine Lampe leuchtet, dann weiß der Killer, ey, ja, wart ihr dran. Ne? Macht es nur so weit, dass die erste Lampe noch nicht leuchtet.
Dann könnt ihr euch nochmal verstecken. Der Killer denkt, oh. Ach ja, stimmt, die 3 habe ich ja auch geschafft. Dann denkt er, oh, da war keiner dran. Ne? Der muss beim anderen sein. Na, dann geht er auf jeden Fall da gucken. Ne? Wie viel Zeit dann im Endeffekt ihr dann doch noch habt, hängt ja einfach nur davon ab, wie weit der andere Ausgang entfernt ist. Und jetzt hier in dem Fall war es natürlich sehr weit. Gibt ja auch Situationen, wo die auch beide Ausgänge auf der gleichen Seite sind und ja, da hat man fast keine Chance mehr. Oh, punktetechnisch ging auch okay. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Geht ja langsam auf die 600 zu. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund und putzmunter und ihr kriegt die Zeit gut rum. Und ich hoffe, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao, euer Malida.